Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Ja, und wir machen heute weiter mit den Kanalbewertungen. Also, das erste Video ist ja so dermaßen gut bei euch angekommen. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Also, ich hatte das Video ja nur gemacht, weil mich ein paar Leute nach meiner Meinung gefragt hatten. Und dass das so abgeht bei euch, hätte ich nicht gedacht. Ihr habt mir echt überall geschrieben. Ihr habt mir im Stream geschrieben. Ihr habt mir Kommentare geschrieben. Ihr habt mir bei Insta geschrieben. Krank. Einfach nur danke für euren Support, Leute. Mega geil. Hat mich riesig gefreut. Checkt doch auf jeden Fall das Gewinnspiel ab, was derzeit auf meinem Kanal läuft. Den Link findet ihr auch über mir oben in der Infobox oder halt auch in der Videobeschreibung. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die nächsten vier Kandidaten an. Und wenn du auch dabei sein möchtest, schreib es mir einfach unter diesem Video einen Kommentar und dann schaue ich auch bei dir vorbei. So, wir sind jetzt auf dem ersten Kanal angekommen. Und ja, der erste Kanal ist von Jezza Z. So sage ich jetzt einfach mal, ich hoffe, das ist richtig. Und mir fällt als erstes natürlich direkt dieser sehr krass geile designte Banner auf. Schlicht, weil einfach nur Insta und YouTube drauf zu sehen ist, was aber nicht schlimm ist, das finde ich vollkommen okay. Dann dieses Set mit dem Jezza drin, es sieht auch sehr cool designt aus. Und dann halt diesen Hintergrund mit verschiedenen Mustern als Überlagerungen und so. Und diesen weichen Übergängen hier zwischen, finde ich sehr, sehr nice. Also der Banner sieht wirklich sehr gut aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Dein Profilbild, okay, bist jetzt du drauf zu sehen. Ist natürlich jetzt kein Vorwurf oder so, ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Ist okay, aber boah, wenn man so einen krassen Banner sieht, da habe ich gedacht, dieses Z als Logo hättest du jetzt auch irgendwie so ein Profilbild. Aber ist jetzt, ne, muss man nicht. Ist einfach nur, ist mir aufgefallen. So, dann finde ich auf jeden Fall sehr geil, dass du einen Kanal-Trailer hast. Den schauen wir uns jetzt auch gemeinsam an und let's go. Okay, okay, das war jetzt im Prinzip, ich sag mal, jetzt einfach mal nur ein Intro, oder? Also es ist einfach nur ein Intro für, ja gut, steht ja hier, Kanal-Intro, Liebe raus. Okay, ist okay, aber als Kanal-Trailer hättest du besser sowas gemacht wie eine Zusammenfassung von dem, was du machst. Also das werden wir uns gleich angucken, dann gehe ich mal drauf ein. Wir gehen jetzt ganz kurz in die Kanal-Info. So, Beschreibung. Hallihallo an alle Leute, der Jezza Z ist jetzt im Gebäude. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, ich würde mich wahnsinnig freuen. Das ist doch klar und wäre euch dankbar. Wäre schreibt man hier aber ohne H. Kuss geht raus. So, ich bin der Jerry, bin 25 Jahre, zocke Call of Duty, Modern Warfare, Modern, hier kommt, fehlt das N, und Videos aus dem Kaninchenstall und natürlich auch Real Talk. Auch auf Instagram Jezza Z. An der Stelle. Würde mich freuen über jedes Abo und wenn du trotzdem, was? Und wenn ich trotzdem schön, was? Und wenn nicht, trotzdem schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ready and go. Gut, okay, den letzten Satz habe ich total scheiße gelesen. Sprachen lernen, Bubble. Egal. Für geschäftliche Anfragen, E-Mail-Adresse finde ich auch sehr nice, sehr gut. So, Liebe geht raus, das gucken wir uns gleich an. ich bin ein bisschen erkältet, Leute, sorry. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert mit dem zweiten Video. Also, ich würde hier entweder das hier unten oder das hier oben würde ich anders schreiben, weil du schreibst hier oben, lasst gerne ein Abo und ein Like da und hier unten schreibst du nochmal, würde mich über das Abo freuen. Das ist so doppelt, das klingt so ein bisschen so nach, bitte, bitte, gib mir ein Abo, bitte, 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 ich will ein Abo. So, würde ich halt entweder hier unten weglassen oder oben einfach rausnehmen. So, auf jeden Fall sonst sehr cool, wie gesagt, bis auf zwei kleine Rechtschreibfehler, alles gut. Ja, ist erstmal ganz cool. Wir gehen mal auf Playlisten. So, Call of Duty Modern Warfare, Kaninchen, Call of Duty Mobile Video Zusammenschnitt, Call of Duty Mobile Livestream, BWX, weiß ich nicht, was das heißen soll, Musik, Sido, 8.4. Okay, ja gut, du hast auf jeden Fall Playlisten angelegt, finde ich cool. Wir gucken auf die Videos. So, und dort fällt mir direkt auf, du machst Thumbnails. Erstmal Daumen hoch dafür, Thumbnails, sehr gute Sache, finde ich sehr gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir gefallen die hier oben, ganz ehrlich, viel besser als das hier zum Beispiel. Das ist mir zu dunkel, das Call of Duty sticht nicht raus, das Jezza sticht nicht raus, das MW kann man eigentlich so gut wie gar nicht lesen, zumindest jetzt auf dem PC, wenn es so klein ist. Da finde ich die hier oben schon besser, weil die schön hell sind, die Schrift ist gut, die sticht gut raus, gefällt mir besser. Und jetzt nochmal zu dem Kanaltrailer, was ich eben gesagt hatte. Bei dem Kanaltrailer hätte ich es zum Beispiel besser gefunden, wenn du verschiedene Ausschnitte aus deinen Videos reingenommen hättest. Dass du zum Beispiel ein bisschen was von Call of Duty gezeigt hättest, ein bisschen was von deinen Kaninchen.
was du halt so machst auf deinem Kanal. Dass du halt so ein bisschen vorstellst, was du auf deinem Kanal so bringst. So, nicht nur dein Intro. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Also, ne? Das sieht also schon sehr gut aus. Wir gucken jetzt einfach mal irgendwo rein. Road to 200 Abonnenten, Call of Duty Modern Warfare. Okay, auf jeden Fall sehr cool, dass du ein Intro drin hast mit Weihnachtsmusik. Passt gerade nämlich zur Jahreszeit und zum Monat. So, okay. Jetzt gucken wir mal, wie es losgeht hier. Und ich würde sagen, erstmal Hallihallo, liebe Leute. Ihr habt ja auch gerade schon meine Weihnachtsmusik gehört. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Erstmal ein großes Peace an euch. Gestern war ich ja nicht online, dafür bin ich heute wieder da, Leute. Ich würde sagen, heute mit 2 bis 3 Stunden Call of Duty und 2 Stunden Destiny. Omega, hey, schön, dass du zu meinem Stream gefunden hast. Mir geht's gut, wie geht's dir, ist die Frage. Ich hoffe, dir geht's auch gut und hast einen sehr schönen Tag gehabt. Ja, liebe Leute, ich hoffe, heute hängt das Spiel nicht so. Quatschen wir erstmal ein bisschen. Wir haben gestern oder vorgestern, also gestern mal. Okay, ich unterbreche mal an der Stelle ganz kurz. Ich finde es auf jeden Fall sehr nice, dass du deine Leute begrüßt, dass du auch auf die Kommentare eingehst, auch wenn jetzt nur Omega geschrieben hatte. Aber finde ich cool. Auf jeden Fall sehe ich, du reagierst auf deine Kommentare und sprichst mit deinen Abos oder mit deinen Nicht-Abos oder vielleicht zukünftigen Abos. So, jetzt möchte ich auch gerne mal sehen, wie du ein bisschen spielst hier. Mal gucken, wir scrollen mal irgendwo rein hier. Okay, Night Vision Modus habe ich jetzt keinen Bock drauf. Shoothouse ist gut. So. Schule ist Beste. Na, ich habe das immer genossen. Die Schulzeit war immer cool, obwohl ich auch sagen muss, die Zeit, wenn man in der Schule ist, dann sagt man doch, oh, ist ja doch ganz schön krass. Aber krass. Voll, ich bin jetzt ja, wann bin ich aus der Schule gegangen? Ich glaube mit 16 oder 17, eins von beiden. Bin mir nicht ganz sicher. Okay, was mir jetzt gerade auffällt an der Stelle, also ich finde es auf jeden Fall nice, auch dein Overlay finde ich sehr schön, auch mit dem Logo oben drin und so. Auch vorhin fand ich auch sehr cool, das Anfangsbild, wo du hier links sehen wirst und hier oben rechts das Spiel und ne, finde ich sehr gut. Was mich jetzt gerade ein bisschen stutzig macht ist, ich habe Auflösung auf 720p und, okay, hier oben sieht man dein Call of Duty, wahrscheinlich spielst du auf dem PC mit PlayStation Controller oder hast deine PlayStation Remote angeschlossen, ich habe keine Ahnung. Wie du es gerade machst, wie du streamst. Mir ist noch aufgefallen, dass dein Bild für 720p ein bisschen verpixelt ist. Ob es vielleicht an deinen Einstellungen liegt. Vielleicht streamst du über Streamlabs und hast die Einstellung ein bisschen falsch oder so. Ansonsten gibt es nichts zu meckern eigentlich. Ich finde deinen Kanal sehr schön, sehr gut. Ich lasse dir auf jeden Fall auch ein Abo da. Natürlich, so, Glocke ist aktiv. So. Ja, wie gesagt, dein Kanal finde ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen und ich würde sagen, Leute, wir gehen direkt zum nächsten. So, als nächstes hat mir der liebe Zani Gaming geschrieben und ja, hier fällt mir auch natürlich direkt der Banner auf mit dem großen Zani drauf. Die Schrift sehr cool gewählt, auch mit diesem Effekt drauf, finde ich sehr cool. Das Einzige, was mich jetzt gerade stutzig macht, was ich sehe, ist, wieso hier Zani der Gamer steht und nicht Zani Gaming. Vielleicht Kanal umbenannt im Nachhinein oder so, keine Ahnung. Ist jetzt nicht weiter tragisch, ist mir jetzt halt nur auf den ersten Blick aufgefallen, dass es halt Zani der Gamer heißt und hier steht Zani Gaming. Aber gut, ist jetzt erstmal nicht schlimm. So, Profilbild hast du auch ein Bild von dir drin, auch gar kein Thema. Ist okay. Ich sehe auch hier unten ein paar Videos, da gucken wir gleich rein. Was mir noch auffällt ist, du hast keine Links drin, also keine Social Medias, kein Facebook, kein Twitter, kein Insta, kein... Muss man ja auch nicht. Ist ja jetzt kein Zwang, dass man jetzt zwangsläufig, wenn man YouTube macht, auch direkt Social Media Kanäle benutzen muss. Ist mir halt nur aufgefallen, ne? Also falls du irgendwas Social Media mäßiges nutzt für Zani Gaming, dann würde ich das hier verlinken. So, wir gehen auf Kanalinfo. Beschreibung. Oh, nee. Okay. Beschreibung hast du keinen Bock drauf, keine Ahnung. Ich fände es halt cool. Ich gucke halt sehr oft in die Kanalinfos rein, weil ich immer gerne ein bisschen Hintergrundwissen über die Leute habe, die ich mir angucke. Ich fände es halt cool, wenn du hier ein bisschen was über dich schreiben würdest, was du so machst, wer du bist und so. Finde ich besser. So. Okay, Playlist. Okay, du hast keine Playlist. Auch kein Thema. Gucken wir mal auf Videos. Okay, du hast. Okay, jetzt muss ich aber direkt sagen, du hast auf jeden Fall schon ein paar Videos gemacht, wenn jetzt auch nicht so viele.
Da würde ich aber tatsächlich hingehen. Du hast hier Kritikpunkt, sehe ich jetzt hier sehr häufig. Das scheint ein Format auf deinem Kanal zu sein. Daraus würde ich eine Playlist machen. Warum? Weil, wenn du eine Playlist machst und jemand guckt sich das Video an, wird der automatisch, nachdem das Video zu Ende ist, zum nächsten Video weitergeleitet. So, ne? Und ja, es ist halt cool, wenn man das Format feiert, dann läuft es halt immer direkt in einem durch, ne? Und das ist halt sehr cool. Und ich sehe gerade, Kritikpunkt machst du auch auf sehr coole Kanäle, wenn ich das hier mal gerade so sehe. Nilsson1489 feiere ich sehr. Sehr nicer Typ auf jeden Fall. Die anderen sagen mir jetzt alle nichts. Okay, Chrisobora kenne ich natürlich auch. Da haben wir uns ja mal getroffen. Ich gucke jetzt gerade mal, was du so machst. Streamen ohne Game Capture Card. Also wahrscheinlich machst du auch Tutorials, wenn ich das so sehe. Kann das sein? Für einen Abonnenten FIFA Turnier Update. Ich würde gerne was von dir sehen, wo man dich. Ich baue mein Studio um. Komm, wir gucken einfach mal ich baue mein Studio um. Da gucken wir jetzt mal rein. Ich baue um. Okay, Quali-mäßig geht es nur bis 480p. Okay, ist jetzt erstmal kein Beinbruch, aber Hi Leute. du weißt wahrscheinlich selber, dass 480p nicht so schön aussieht. Aber gut, du fängst ja wahrscheinlich so, wie es aussieht, auch gerade erst an. Von daher alles gut. Aber du solltest vielleicht drüber nachdenken, dann eine neue Kamera zu nutzen. Oder warte mal, wir gucken mal ins letzte Video rein. Einen schönen ersten Advent. Gucken, vielleicht hast du ja schon eine neue Kamera. Vielleicht quatsche ich ja auch nur Schrott gerade. Mal gucken. Der erste Advent. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen ersten Advent, auch wenn er nicht mehr lang ist, aber er ist noch, ne? Nee, also du hast trotzdem nur 480p. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, halt auf eine andere Kamera umzusteigen. Oder vielleicht liegt es auch an deinen Rendereinstellungen, wenn du deine Videos renderst, vielleicht deswegen, dass du nur 480p kommst. Sieht halt optisch nicht so cool aus, ne? Weil ich sag mal so, ich hätte jetzt damals auch gesagt, mein Gott, scheiß was drauf. Hauptsache der Content ist erstmal gut und man erkennt was. Aber na, du weißt ja selber, heutzutage ist es halt so, die meisten wollen wirklich 1080p, 4K-Videos, am besten so scharf gestochen wie möglich, am besten noch, dass man den Pickel auf der Wange noch ausdrücken sieht in jeder Pore und so, also, weißt du, sowas meine ich halt, ne? So, das ist halt so heute der, ne? Also mich stört es jetzt gerade nicht, weil ich finde, für 480p sieht es trotzdem noch optisch ganz okay aus. Aber wie gesagt, das wäre so der erste Kritikpunkt oder so, wo ich sagen würde, okay, da solltest du vielleicht gucken. Entweder deine Rendereinstellungen überarbeiten oder vielleicht eine andere Kamera zu nehmen. Aber gut. So, wir gucken jetzt erstmal weiter. Dein Overlay sieht jetzt erstmal okay aus. Sieht ein bisschen leer aus. Dein Zani-Schriftzug ist drin. Aber mir fehlt da ein bisschen was, weil, wie gesagt, du hast keine Social Media Kanäle. Ich gucke mal in deine Videobeschreibung rein. Nee, hier steht auch nichts. Aber es wäre ja cool, wenn du jetzt, sag mal, du hättest jetzt Social Medias, dass du dann hier oben halt. Was weiß ich, einen YouTube-Namen drin hast, hier hast du Instagram-Namen drin, oder Donations, oder letzte Subs, oder irgendwie sowas, ne? Dafür ist das ja gemacht, dass das so groß ist, ne? Sonst hättest du ja theoretisch nach den Zahlen einfach hier so ein Zack, Zack, so ein Zweistrich hoch, fertig, Ende. So, deswegen. Aber gut, das ist ja, ne? Wie gesagt, ich glaube ja, du fängst gerade erst an, wenn ich das so sehe. Ist okay, so, jetzt werde ich mir das Video nochmal einmal von vorne gönnen, oder beziehungsweise wir gucken nochmal in dieses Umbauvideo rein, gucken, wie du so dich denn vor der Kamera machst. Ich baue um. Hi Leute, ich will mein Zimmer ein wenig umbauen, weil mir das so nicht gefällt. Ich werde euch daran teilhaben lassen, wie ich es umbaue. Da wird sich vieles ändern, vor allem so der Schreibtisch umgestellt, dass man auch das schöne Wandbild von Konsolenumbau-MC sieht. Ist mir auch ein bisschen wichtig, weil in meinen ganzen Videos werdet ihr das nicht sehen. Das ist ein wenig schade. Und ja, es kommen noch ein paar andere Sachen rein. Wie zum Beispiel habe ich mir hier einen schönen Beamer organisiert. Ganz toll. Freue ich mich schon tierisch drauf. Dafür muss auch eine Wand frei sein. Und wie gesagt, es wird sich ein bisschen was ändern. Ich hoffe, ihr abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nämlich nichts, wie ich das alles umbauen werde. Ich werde euch immer wieder neue Videos schicken. Also du baust das gar nicht in dem Video um. Ach schade, ich dachte, man sieht in dem Video auch schon, wie du was umbaust. Aber hier sieht man noch mal ein bisschen, was sieht man denn hier?
Das ist doch nicht deine Gaming-Ecke, oder? Ich wünsche euch was. Tschö! Siehst du, hier sieht man es genau, was ich meine, ne? Das ist, man erkennt eigentlich nicht viel. Also man erkennt, klar, man erkennt, dass das ein Fernseher ist, man erkennt hier ein Beamer-Bild oder was weiß ich, hier erkennt man Monitore, aber du kennst einfach nicht, was das ist. Also, ne? Aber ich vermute mal eher, dass es an deinen Rendereinstellungen liegt, weil alles so aussieht. Ne? Nicht nur deine Kamera, sondern auch wirklich alles sieht so aus. Ja, egal, du hast jetzt von mir deine Kritik bekommen. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und ich würde sagen, wir schauen uns den nächsten Kandidaten an. So, der nächste Kandidat ist Love These Games. So, und ich muss direkt sagen, dein Banner gefällt mir. Ich finde cool, dass hier die verschiedenen Spiele zu sehen sind. Das hier ist der Battlefield. Ich kann gar nicht sagen, was das genau alles ist, weil dein Schriftzug so fett darüber geklatscht ist, dass man es nicht ganz erkennt. Aber ist okay. Auf jeden Fall sehr cool. Die Schrift gefällt mir. Die Schriftart mit dem Effekt drauf, der blauen Umrandung und so, gefällt mir. Sieht richtig geil aus, die Schrift. Wenn du Bock hast, schreib mir mal, wie die Schriftart heißt. Die gefällt mir echt gut. Die sieht echt gut aus. So, dann finde ich es auf jeden Fall nice, dass du hier oben Impressum drin hast. Facebook, Insta, Twitter. Sehr cool. Links finde ich immer sehr gut. Okay, Impressum müsstest du jetzt nicht da reinklatschen. Könntest auch einfach in deine Kanalinfo klatschen, aber ist okay. So. Dann finde ich es auch sehr nice, dass du einen Kanaltrailer hast. Und genau den werden wir uns jetzt anschauen. So, ich bin nämlich echt gespannt hier. Genau das stelle ich mir unter einem Kanaltrailer vor. Dass man wirklich so die Spiele sieht, die gezeigt werden. Und auch finde ich schön, dass du immer geschrieben hast, was für ein Genre das gerade ist und so. Moin, hier auf meinem Kanal bekommt ihr sauberes und einfaches Gameplay, Solo oder im Koop, aktuelle sowie ältere und auch Retro-Games, die wir regelmäßig zusammen zocken. Vorerst alle Aufnahmen in 1440p und Ultra-Settings für einen wunderschönen Videospielspaß. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Kanalinfo schauen wir mal rein. So, willkommen auf meinem Kanal. Hier bekommt ihr, ja, das haben wir schon gelesen, sauberes. Ich kommentiere und unterhalte euch Zuschauer sehr gerne. Ich freue mich über jedes Abo, über jeden Like und Feedback. Schaut auch unbedingt auf unserer deutsche YouTube-Szene-Seite bei Facebook vorbei. Link dazu, okay. Start des Kanals 2.8.2019. Roadmap. Also da sieht man die Spiele, die gespielt werden. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Love These Games. E-Mail-Adresse, Links. Sehr schön aufgebaut, auch sehr übersichtlich mit den verschiedenen Absetzen hier und so. Sehr, sehr gut. So, Playlisten gucken wir rein. Oha, okay, hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr strukturierte Playlisten. Sehr schön, alles auch in Genre unterteilt hier. Ego-Shooter, Retro, Horror. Sehr cool. Sieht optisch sehr, sehr schön aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Videos, gucken wir mal in die Thumbnails rein. Auch die Thumbnails sind alle vorhanden. Und, guck mal hier, Terminator Resistance. Das soll ich mir ja mal angucken, weil das habe ich heute durch Zufall in den Finger gekriegt und wusste nicht, weil das Spiel existiert. Aber, okay, guck ich mir auf jeden Fall gleich mal an. Ja, auf jeden Fall sehr cool, du hast überall dein Logo unten drin und schreibst auch immer schön rein, was für ein Spiel das ist. Doch, sieht cool aus. Ich würde jetzt eventuell, ist aber nur ein Tipp von mir, weil die Schriftarten teilweise nicht so richtig, wie zum Beispiel hier Age of Empires, kommen jetzt nicht so gut zur Geltung, weil die Schrift gelb ist und auch der Hintergrund gelb ist. Da würde ich eventuell das Bild vom Spiel etwas abdunkeln. Legst einfach eine schwarze, also ein schwarzes Bild drüber und machst einfach nur die Deckkraft ein bisschen runter, damit das ein bisschen dunkler wirkt und damit die Schrift vielleicht ein bisschen rauskommt oder die Schrift vielleicht mit einer Umrandung oder schwarzem Schlagschatten oder sowas, dann kommt das ein bisschen mehr zur Geltung.
So, jetzt gucken wir mal in Terminator rein. Einfach nur mal, weil ich Bock habe, das zu sehen. So, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Terminator Resistance. Wir sind hier jetzt in Pasadena, haben hier noch ein paar Missionen vor uns. Wir haben es letztes Mal uns noch nicht geschafft, zu einem Missionsziel vorzukämpfen, weil wir sehr viel Story-Modus davor erfahren durften. Wir gucken mal, dass wir jetzt zu diesem Collins-Versteck kommen und dann müssen wir hier hinten irgendwie... Ja, müssen wir mal sehen, was wir als erstes machen. Vielleicht gehen wir erst zu Collins-Versteck und dann hier hinter. Okay, auf jeden Fall sehr geil. Du begrüßt deine Zuschauer. Sehr, sehr nett. Also gefällt mir auf jeden Fall. Was auch cool ist, ist dein Abonnieren-Teil hier unten. Das gefällt mir auch sehr gut. Ey, habe ich noch nicht so gesehen. Sieht sehr, sehr cool aus. Auf jeden Fall mal was anderes. So, und jetzt scroll ich mal irgendwo rein. Hier wird man ein bisschen was vom Spiel sehen. Am liebsten wäre natürlich, wenn wir so ein paar Gegner so dabei hätten. Oh, hier, glaube ich, kommt gleich jemand. Weiß ich gar nicht, komm jetzt. Ist halt jetzt eine Art Stealth-Mission oder sowas? Bei mir, also ich kenne Terminator nur, dass es richtig Action gibt da. Kommen sie? Kommen sie nicht? Hier ist einer ganz nah. Zum Haus mitzubringen. Okay, vom Spiel her muss ich sagen, das Spiel, das schockt mich jetzt gerade nicht. Aber das liegt am Spiel und nicht an dir. Denn du machst deinen Job auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mir gefällt, wie du kommentierst, mir gefällt, wie du alles erklärst und wie gesagt, auch dein ganzer Kanal sieht eigentlich sehr, sehr schön strukturiert aus, gefällt mir auf jeden Fall. Und ja, gibt es nicht mehr zu sagen, Abo hast du, Glocke wird selbstverständlich auch aktiviert und wir springen zum letzten Kandidaten, meine Freunde. Okay Leute, damit sind wir jetzt beim letzten Kandidaten und das ist der Tristan Games. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und wir schauen uns erstmal den Banner an. Der Banner ist auch schlicht gehalten, einfach nur ja irgendwelche Hintergrundbilder, die halt abgedunkelt sind mit verschiedenen Blautönen. Alles okay. Hier wurde noch Gameplay 16 Uhr, Montag bis Freitag Videos. Sehr schön. So, abonnieren kann man hier oben. Auch hier, okay, das finde ich jetzt ein bisschen doppeldeutig, weil Abonnieren-Button hier unten, hier oben macht nicht so viel Sinn. Kannst du eigentlich sparen. So, Twitch, Twitter, Facebook und Discord, sehr schön. Schriftart auch sehr schön mit dem Effekt, mit dem Gelb zu Orange oder zu Rot. Ja, Gelb-Orange Richtung Rot, sag ich mal. Sehr cool, gefällt mir auf jeden Fall. Das T als Logo genommen, auch sehr schön, sieht gut aus. Auch einen Kanal-Trailer und den schauen wir uns jetzt auch mal an. Es ist mein weg, Gefühl. Mann. Also wenn du ihn jetzt wegmachst, bist du das. Also wenn du mich... Ha! Er war's wirklich! Als war? Hallöche, Freunde. Und mit diesem kleinen Einspieler habt ihr jetzt einen kleinen Einblick von meinem kleinen Kanal bekommen. Ja gut, mein Kanal geht zwar um Gaming, aber mit meinem kleinen berlinerischen Dialekt gibt's doch ab und zu mal Abwechslung in den Videos. Kurzer Tipp von mir. Nicht so oft das Wort klein verwenden. Hier findest du Gameplay, auf was wir gerade Lust haben. Und dabei kann es manchmal lustig. Oder wird uns betrügen. Sie hat sich gleich erstmal geoutet. Verwirrt. Eine Studie für Männer. Mhm. So, die nennen wir auch mal so. Was, die Studie? Nee, die Insel heißt. Ach so. Aber auch manchmal ganz ruhig sein. So, Sabine, was hast du denn? Also, falls du da draußen dich für Gaming interessierst und gerne das schauen willst, auf was du Lust hast, kannst du genau jetzt abonnieren. Ja, das war auf jeden Fall mein kleiner Einblick. Und finde ich gut. Du verrätst nicht zu viel, aber zeigst halt auch ein paar Spiele, die du spielst und so, obwohl mir jetzt davon nur Pokémon bekannt vorkam, aber... Naja, auf jeden Fall gucken wir jetzt mal in deine Kanalinfo rein. Hey Freunde und willkommen auf meinem kleinen, verrückten Kanal. Kleinen Kanal. Du möchtest bestimmt ein wenig über meinen Kanal erfahren. Hier findest du täglich neue Gameplay-Videos mit berlinerischer Frische. Auf bestimmte Games schließe ich mich nicht ein. Soll das vielleicht heißen, schieße ich mich nicht ein? Okay. Ich sag mal so, viele. Viel, was?
Ich sag mal so, viel ist können Aufbau. Ich sag mal so, viel. Du meinst wahrscheinlich vieles. Kann das sein, dass das ein Wort sein soll? Ich sag mal so, vieles können Aufbau, RPG, Strategie, Open World, Survival und Horrorspieldesign. Ja, vieles. Also du solltest das vieles zusammenschreiben. Und Horrorspieldesign von Nintendo, Ubisoft und kleinen Publishern. Ob Multiplayer oder Solo-Gameplay, hier kannst du dich auf alles freuen. Folglich kannst du dich mit auf meinem Discord umschauen. Dort wirst du die neuesten Informationen zu aktuellen Projekten oder auch meine kleine Projekte. Du hast es mit dem Wort klein, kann das sein? So. Wo ihr abstimmen könnt, auf was ihr so Lust habt. Falls du dich doch für den Kanal interessierst und auch nichts Neues verpassen willst, dann kannst du gerne abonnieren. Sonst wünsche ich dir viel, viel, viel Spaß bei meinen Projekten und vielleicht sehen wir uns in den Kommentaren wieder. Klein. Nein. So. Sehr schön, hast du gut geschrieben. Wie gesagt, vieles schreibst du bitte noch zusammen. Dann passt es auch. So, wir gehen auf Playlisten. Gucken in die Playlisten rein. Okay, Playlisten hast du auch. Auch sehr schön strukturiert. Derzeit brandaktuell für alle Anno-Fans. Für alle Pokémon-Fans, alle 7 Days to Die-Fans. Sehr schön. Hast du auch schön gemacht. Videos. Schauen wir in Videos rein. So, okay. Mir fällt auf, du hast auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr coolen Stil für Thumbnails. Du packst rechts ein Bild vom Spiel rein, machst einen Cut zwischen den Szenen und machst hier halt dein, das Spiel, den Spieltitel rein und schreibst dann noch rein, Samantha lernt fliegen zum Beispiel. Also halt den Titel von deinem Video. Finde ich sehr cool. Sehr gut gemacht. Ist auch sehr strukturiert. Machst du halt in jedem Spiel so. Was jetzt auch kein Vorwurf sein soll oder so. Finde ich gut. Du hast einen Stil, den behältst du bei. Finde ich sehr, sehr nice. Und bei Anno machst du es ein bisschen dunkler. Bei Pokémon ein bisschen heller. Finde ich gut. Machst du echt sehr, sehr gut. Also ich finde, dafür, dass du nur 204 Abos hast, machst du das sehr, sehr ordentlich. So, jetzt sind das natürlich alles Spiele, leider Gottes, alles Spiele, die ich nicht spiele, beziehungsweise für die ich mich nicht interessiere und nicht begeistern kann. Was jetzt aber auch egal ist, denn ich schaue jetzt einfach mal bei, komm, für die Pokémon-Fans. Wir gucken für die Pokémon-Fans einfach mal in Pokémon, der gnadenlose Kampf gegen Hilda. Gucken wir uns einfach mal rein. Zum Spiel sage ich jetzt wie gesagt nichts. Ich habe von dem Spiel gar keinen Plan. Und ich ziehe meine Facecam erstmal wieder auf die andere Seite, damit es wieder passt. So. Okay, so, jetzt schauen wir in Pokémon rein und ich kommentiere nur das, was du halt jetzt machst, was du sprichst, ob man dich sieht und bla, ne? Oh gut, dass sie einfach so mal Arena drin geworden ist. Haben sich die Leute einfach so gedacht, ja, Hilda, ey, du bist jetzt mal die Arena-Leiterin. Und die fängt mit einem Beutorus an. Hey, Freunde, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Pokémon Diamant, die Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir haben im letzten Part die Arena angefangen und sind jetzt hier bei dem letzten Trainer. Der Karate-Vierer und er setzt mit dem Schlag im Namen der Liebe ein. Und wie ihr es gleich sehen werdet, habe ich auch noch ein bisschen nebenbei trainiert, um eben halt die kleinen schwachen Pokémon auch ein bisschen zu trainieren. Ich habe zwar nicht viel trainiert, also ich werde jetzt hier nicht Level 30 oder so sein. Wie ihr sagt, ich habe nur die anderen Pokémon ein bisschen trainiert. Wie man sieht, 26 und 26 war auch eine harte Arbeit. Junge, Junge, das hat schon ein bisschen gedauert. So. Okay. Wir haben ein bisschen was gesehen. Ich will natürlich nicht zu viel mir anschauen. Wenn ihr Bock habt darauf und das feiert, dann geht bitte auf Tristan Games Kanal und schaut euch das Ganze selber an. Die ganzen Links zu den Kanälen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Nochmal kurz ein kleiner, nicht kleiner Tipp, sondern einfach nur mal eine kurze Zusammenfassung. Ich finde es halt cool, dass du dein Bild ein bisschen eingeteilt hast, dass du halt links das Spiel hast, rechts sieht man dich. Ich weiß jetzt nicht, was die Rip-Box sein soll. Vielleicht ist das der Chat. Falls jemand chattet oder so, weiß ich, ob du das jetzt als Video oder als Streamer irgendwann gemacht hast und einfach nur ein Video draus gecuttet hast. Keine Ahnung. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was die Rip-Box ist. Naja, egal. Auf jeden Fall, das ganze Overlay oder so gefällt mir. Sieht gut aus. Macht eigentlich einen recht soliden Eindruck. Finde auch schön, dass du am Anfang was aus dem Video zeigst, dann dein, ich sage jetzt einfach mal dein Intro, ist ja jetzt einfach nur dein Schriftzug drüber, dein Übergang quasi. Also quasi diese Stinger-Transition vom Anfang, von dieser Vorschau,
zu deiner Begrüßung, die du auch sehr gut gemacht hast. Also du bist recht solide vor der Kamera. Gefällt mir alles. Sehr schöner Kanal. Auch du bekommst natürlich von mir ein Abo. Und die Glocke ist natürlich auch aktiv. Und ja, das war's für heute, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir einen Kommentar, wenn ich auf euren Kanal reagieren soll, beziehungsweise wenn ich mir euren Kanal anschauen soll. Ich bin für heute raus, Leute, und ciao. We'll be right back.